Willkommen auf meinem Kanal. Wir haben uns Ewigkeiten nicht mehr gesehen und gehört. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Bei uns ist in den letzten Monaten super viel passiert. Sehr viel Schönes, auf das ich so lange gewartet habe. Und es ist endlich passiert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin. In diesem Video werde ich euch ein bisschen updaten, was passiert ist, was ich gemacht habe, wie es dazu gekommen ist. Und ich bin einfach nur happy. So ist das. Ich sag immer so nach jeder Regenphase, auch wenn sie mal ein bisschen länger dauert. Und die letzte hat ja schon sehr lange gedauert. Wer den Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass die letzten drei Jahre, fast schon dreieinhalb Jahre nicht ganz so, ich sag mal, einfach waren und schon eine sehr herausfordernde Zeit waren. Und ich muss immer wieder sagen, man wächst an solchen Situationen, wenn man an seine Grenzen kommt und ja, manchmal auch nicht mehr so richtig weiß, wie es weitergeht. Man wächst dran. Hört sich manchmal so ein bisschen blöd an, wenn man das sagt, aber es ist wirklich so. Also, was ist in den letzten Monaten passiert? Wir haben jetzt ein Haus und es ist ein wunderschönes Haus. Es ist genau das Haus, was wir haben wollten. Ich habe da schon letztes Jahr nachgeguckt. In der Anfangsphase war es einfach so teuer, das wäre überhaupt gar nicht gegangen. Dann aufgrund des Zinses ist es immer weiter ein bisschen runtergegangen. Ja, und wisst ihr, was das Krasse ist? Also zum einen habe ich das Haus manifestiert. Da scheiden sich die Geister, ich weiß, aber es hat komplett funktioniert. Ich zeige euch mal in einem anderen Video die Fotos von meinem Vision Board von vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren und wie es jetzt hier aussieht. Und teilweise ist es eins zu eins das gleiche Bild. Es ist unfassbar. Wir leben an einem wunderschönen Feld. Man kann stundenlang spazieren gehen. Es ist in der Natur, es ist ein riesengroßes Grundstück. Wir haben Apfelbäume, Kirschbäume. Es ist, also es ist einfach unfassbar schön. Viele würden vielleicht auch sagen, es ist überhaupt nicht mein Ding. Es ist halt auf dem Land, aber trotzdem sehr nah zu Städten. Also es ist jetzt halt nicht irgendwie eine Stunde von der nächsten Stadt entfernt. Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die sagen würden, hm, das ist mir zu alt. Für mich war es genau das was ich gesucht habe. Ich habe einen Ort gesucht, an dem man runterkommen kann, in der Natur ist und ich finde das auch für kieren einfach so, so schön. Der ist den ganzen Tag draußen, der macht sich jeden Tag schmutzig, teilweise wechseln wir ihn drei, viermal am Tag. Und er ist halt in der Natur. Wir sammeln Äpfel, wir haben jetzt im, ich glaube, Kirschzeit war im Mai, Juni, ähm, Kirschen gepflückt, wir haben Kräuterbeete angelegt. Ich blende euch auch hier immer mal so ein paar Eindrücke ein. Und es war einfach sehr, 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 sehr bereichernd. Also es ist sehr, 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 sehr bereichernd. Wie es dazu gekommen ist. Also letztes Jahr, Ende des Jahres, ich glaube am letzten oder vorletzten Tag am Neujahr, habe ich mich hingesetzt und habe so gesagt, okay, Sheila, hier läuft so einiges nicht so, wie du dir das vorstellst. Letztes Jahr war ja auch, sagen wir mal, ein Jahr, was. Ähm, ja die ein oder andere Hürde zu bewältigen hatte und ja es war einfach es waren halt so viele Baustellen und ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt okay was ist jetzt das Thema was dich am meisten belastet und das war für mich damals der Wohnort wir haben in einer Stadt gewohnt die ich die für mich einfach von Anfang an es war nicht meine Stadt und übrigens, das sagen auch Leute, die dort leben, das ist nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, extrem hohe Ansprüche habe oder so. Es ist eine Stadt, die absolut nicht schön ist. Ich sage euch die jetzt mal, ich spreche vom Hagen. Und selbst Urhagener sagen, okay, die Stadt hat sich komplett verändert in den letzten Jahren. Und ja, man geht nicht mehr gerne durch die Innenstadt. Es ist einfach, man hat da keine Lebensqualität. Und ich habe da wirklich jetzt jahrelang durch durchgehalten und ich habe es gemacht und ich habe immer so oh, es war einfach es war nicht mein Ding und das war letztes Jahr in den letzten Jahren so der Punkt wo ich gesagt habe okay meine Kreativität hatte nachgelassen ich hatte nicht mehr so viel Lust Dinge anzugehen und ich bin eigentlich von meiner Persönlichkeit ja schon Mensch ich gehe gerne Dinge an ich setze gerne Dinge um ich bin kreativ ich habe tausend Ideen so deswegen war das dann Punkt Nummer eins Wohnort und etwas finden, wo wir einen Garten haben, wo wir ja, einfach uns entfalten können. Dann mein körperliches Wohlbefinden. Und so habe ich das alles eingeteilt. Und dann habe ich so festgestellt, vielleicht hilft euch das ja auch, mh, vor meinem Kind konnte ich tausend Dinge gleichzeitig machen. Ich konnte super viel arbeiten. Ich konnte fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Ich konnte jeden Tag ein bis zweimal frisch kochen, Bücher lesen. Ich habe einfach alles irgendwie gemanagt bekommen. Seitdem der Kleine auf der Welt ist, dazu muss man auch sagen, die meisten von euch wissen das. Wir hatten natürlich auch eine Geschichte, die schon ja sehr extrem war und auch einfach sehr, sehr zeitintensiv. Ich habe die ersten anderthalb Jahre komplett in ihn gesteckt, habe mich komplett hinten angestellt. Alles einfach, alles, was mein Wohlbefinden angeht. Ganz nach hinten, ein Kind nach vorne. Und ähm, das war die Sheila halt vor Kind, die konnte immer alles managen. Das hatte allerdings dann ein bisschen nachgelassen. Und dann habe ich mir Ende des Jahres gesagt: du machst jetzt nur noch Fokusarbeit. Du kümmerst dich um deine Baustellen step by step. Jeder Mensch ist anders. Die, die vielleicht damit so ein bisschen hadern, wie sie Dinge umgesetzt bekommen, sich vielleicht zu viel vornehmen. Kleiner Vorschlag, versucht es mal. Damit hat bei mir super funktioniert. Die ersten drei Monate habe ich mich nur auf das Thema Wohnen konzentriert. Ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Immobilientermine, Besichtigungen, alles so 30, 40 Kilometer um Bonn herum, weil ich wieder in Richtung meiner Eltern ziehen wollte. Und ich komme ursprünglich aus Bonn, habe dann später in Köln studiert, deswegen war für mich die einfach die Ecke, ich wollte da wieder zurück. Hab das tagtäglich gemacht, hab mich darum gekümmert, hab mich vernetzt. So. Dann Immobilie gefunden, nächster Fokus, die so umzugestalten, wie ich das gerne hätte. Wir haben auch sehr viel in Eigenregie gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich kann jetzt Hand, Handwerken. Ich kann mit fast allem umgehen. Ich weiß, was Leibungen sind, Wände verputzen. Ich bin Pro geworden. Das lernt man ja dann auch noch. Das sind auch noch ganz schön. Und da habe ich mich dann wieder so zwei Monate drauf konzentriert. Voller Fokus. Und ich muss sagen, es funktioniert super. Es funktioniert so, 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 so gut. Mein Kopf ist nicht mehr komplett überbelastet. Um, und ich gehe die Themen nacheinander an. Also ich bin dann zwischendurch doch mal irgendwie ein bisschen spazieren gegangen, aber ich habe das ganze Thema so, boah, ne, Ernährung habe ich auch ein bisschen hinten drüber geworfen. Habe einfach das gegessen, was es halt gab und ich habe einfach nur den Fokus daraus gewetzt und ich bin an mein Ziel gekommen. Übrigens noch ein schönes äh, Neujahrsritual. Neujahr ist ja schon wieder in ein paar Monaten. Was wir jetzt eingeführt haben, ist, wir schreiben die Dinge, die uns belasten, auf. Das waren bei mir, keine Ahnung. Ich denke mal so zehn. Und die hat dann jeder für, für sich damals auf der Terrasse verbrannt. Mit einem guten Gier von mir. So was ähnliches wie diese Rauchnächte, nur irgendwie anders gemacht. Und Dinge, die man in seinem Leben haben möchte. Da habe ich, glaube ich, 13 Stück gehabt. Alles Mögliche. Davon habe ich zwölf auch wieder verbrannt und sozusagen abgegeben. Und das letzte habe ich behalten. Das liegt in meiner Verantwortung. Ja, da arbeite ich noch dran. Und ansonsten, ja, sind wir jetzt hier seit 1. Juni. Wir sind sehr happy. Und ich werde euch auch mal ein bisschen rumführen. Ich weiß nicht, ob es so eine komplette Roomtour geben wird. Ach, da kämpfe ich noch so ein bisschen mit mir. Aber ich werde euch auf jeden Fall mal vereinzelt Räume zeigen. Das zum Thema, wo sind wir gerade räumlich? Oh, ich bin so froh. Ich habe jetzt nur noch so 20, 25 Minuten bis nach Bonn und Bonn ist einfach eine schöne Stadt. Da kann man rausgehen, da gibt es schöne Cafés, da gibt es den Rhein, da kann man spazieren gehen. Ich weiß natürlich auch, Menschen kommen auch aus noch schöneren Städten. Aber für mich ist es einfach eine riesen Weiterentwicklung. Köln ist nicht mehr so weit weg und hier die ganze Ecke ist es einfach so schön. Wir haben Weinberge. Traumhaft. Und ich fühle mich so wohl. Und oft, wenn ich irgendwie zum Baumarkt fahre, ich war auch sehr, sehr oft im Baumarkt, ähm, sitze ich manchmal so im Auto und denke mir so, krass. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Was so ein Wohnort verändern kann hätte ich früher auch nicht gedacht, bis ich es selber erlebt habe. An dieser Stelle kann ich auch wieder jedem nur ans Herz legen, wenn ihr Dinge umsetzen möchtet, was erreichen wollt, macht euch ein Vision Board. Ich habe dazu mal irgendwann ein Video aufgenommen, verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich habe mir letztes Jahr von also jetzt nicht von morgens bis abends, aber morgens und abends immer wieder mein Vision Board angeschaut. Ich hatte das auf dem Handy oder auf dem Laptop. Habe mir die meisten Bilder bei Pinterest rausgesucht und habe das jeden Morgen und jeden Abend gemacht. Und ich kann euch sagen, da wo wir jetzt wohnen, das wäre eigentlich preislich nicht möglich gewesen, wenn das nicht so extrem runtergegangen wäre. Und es ist bis auf den Cent zu der Summe gekommen, die auch wieder, die ich manifestiert hatte. Deswegen, ich glaube, da ganz, 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 ganz stark dran. Übrigens schreibt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare, was ihr euch zukünftig auf dem Kanal wünscht. Beauty, Vlog, Ernährung, was sind eure Wünsche? Weil ihr seid ja der Grund, warum ich das alles hier drehe und mache. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Und eine Sache möchte ich euch auch noch kurz sagen. Es gibt ja sehr oft Personen, die können sich keine Kanäle anschauen oder mit Personen Kontakt haben, die im Leben schon das erreicht haben, was sie sich gerne wünschen, weil es sie nicht motiviert, weil, es, weil sie sich danach niedergeschlagen fühlen. Und da war ich irgendwie schon immer anders. Ich habe gerne mit Menschen Kontakt gehabt, die mich inspiriert haben. Ich habe mir Content angeguckt, der mich inspiriert hat. Dinge, die ich vielleicht auch mal irgendwann erreichen möchte. Und das kann ich eigentlich jedem auch nur empfehlen. Gar nicht so dieses sehen, ah, oh, der hat das, der hat das, das werde ich ja nie erreichen, das kann ich irgendwie nicht erreichen. Ich glaube ja fest daran, wenn man sich etwas vornimmt und daran arbeitet und natürlich auch bereit ist, da die Energie reinzustecken und die Zeit, kann jeder von uns alles erreichen. Vorausgesetzt, man hat natürlich nicht irgendeine schwere Krankheit, die eventuell auch noch lebensbedrohlich ist. Dann kann man das Leben natürlich erstmal nicht so gestalten, wie man das gerne möchte. Aber ansonsten, ich habe schon Menschen erlebt, die haben wirklich nichts gehabt, haben sich wieder hochgearbeitet oder haben sich zum ersten Mal im Leben hochgearbeitet. Und deswegen vergesst eure Träume nicht, fokussiert euch da drauf und arbeitet da jeden Tag dran. Habt da aber auch Spaß dran. Ich hatte ich hatte Spaß daran. Also letztes Jahr, das war ein Lichtblick für mich, mir diese Dinge anzugucken mich da reinzufühlen. Und es ist, es ist einfach alles so gekommen. Ich hatte zum Beispiel diese Vision, mit dem Hochdruckreiniger den Eingang zu reinigen. Dabei das kalte Wasser aus meiner Haut zu spüren. Und es ist passiert. Ich habe mit dem Hochdruckreiniger den Eingang gereinigt. Den Eingang, den ich unbedingt haben wollte. Hey Leute, das ist einfach so krass. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wie happy mich dieses Zuhause macht. Das habe ich aber von dem Zuhause auch genügend erzählt. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Hühner geholt von Rettet das Huhn. Rettet das Huhn ist eine Organisation, die retten Hühner aus der Bodenhaltung. Nicht nur Bodenhaltung, auch Freilandhaltung, die übrigens nicht unbedingt viel besser ist als Bodenhaltung. Wusste ich auch nicht. Ich dachte vorher immer, wenn ich Freiland, Bio hole, ist alles super. Ist nicht immer alles super. Nur mal, um das Bewusstsein vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren. Reite das schon, ist also, es kam dazu. Ich hatte das ja schon immer als Wunsch, schon seit Jahren, irgendwann mal eine Familie zu haben, Kinder zu haben, Hühner zu haben. Und wir sind dann hier umgezogen und eigentlich wollten wir uns ein bisschen Lammzeit lassen. Und dann war ich bei Instagram und dann habe ich ein Video gesehen. Da war ein Huhn, wie es halt vorher aussah. Also das Video war, glaube ich, auch von Rettet das Huhn oder von irgendeiner, die da auch Hühner gerettet hat. Und die haben halt teilweise wirklich keine Federn. Ne? Es ist einfach so schlimm. Die sahen so schlimm aus. Unfassbar. Es bricht einem das Herz. Und dann die Entwicklung des Huhns. Wie es dann aus dieser... Bodenhaltung rausgeholt wurde, zum ersten Mal ins für immer zu Hause gezogen ist, zum ersten Mal das Gras gespürt hat, Sonnenlicht gesehen hat. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, diese Tiere leben in diesen Hallen, ohne jemals Sonnenlicht gesehen zu haben, die Wiese gespürt zu haben, ein Sandbad gemacht zu haben. Und eigentlich sollen die dann immer an diesem Tag, wo rettet das Huhn, sie dann rettet, direkt zum Schlachter gebracht werden. Also sozusagen von diesem grausamen Leben direkt in den Tod. Und ich habe dieses Video gesehen und ich habe geweint, geweint, ich habe geweint, ich habe so viel geweint. Ja, ich habe auch wieder ein bisschen unsere Menschheit in Frage gestellt, aber das mache ich sowieso schon mal öfter. Und ich hoffe einfach, ja, dass jeder von uns versucht, sein Leben so zu gestalten dass man auch die Welt für andere Menschen und Tiere schöner macht. Das wünsche ich mir einfach. Wenn jeder so ein bisschen an sich selber arbeitet, glaube ich, ist schon sehr, sehr viel getan. Wir haben dann auf jeden Fall die Hühner abgeholt. In Hürt haben wir die abgeholt. Ich glaube, wir haben nicht die Hühner bekommen, die so ganz krass aussahen. Ich glaube, die wollten uns erstmal so ein bisschen langsam ranführen. Wobei das auch in Ordnung gewesen wäre. Ne? Ich habe gesagt, wir nehmen jedes Huhn. Wir hatten auch Schlumpi dabei. Also wir haben den Namen, äh, den, den Hühnern Namen gegeben. Schlumpy, Kubali, Rocky und Chiquita. Schlumpy, erzähle ich euch kurz die Geschichte. Der Neurologe, der Kian von Anfang an begleitet hat, von Tag 1, der uns damals auch gesagt hat, ähm, dass es nicht gut aussieht, weil der Kleine einfach das, ja, so gut wie oder keine Gehirnaktivitäten hatte und es wirklich schlecht aussah. Ähm, der hat es geschafft, uns zum Lachen zu bringen. Am Morgen nach der Geburt. Und das ist eine Kunst. Eltern in so einer Situation, wenn du an diesem Bettchen stehst, zum Lachen zu bringen. Deswegen liebe Grüße an Dr. Schlump. Er weiß das also übrigens auch schon, dass das so nach ihm benannt wurde. Wir haben ihm auch schon ein Foto geschickt. Und wir haben so überlegt, wie nennen wir die. Ja. Und Kian wollte Kubali. Sein erstes erfundenes Wort war irgendwie Kubali. Keine Ahnung, wo er das her hat. Deswegen haben wir es Kubali genannt. Und ja, das ist jetzt irgendwie unsere Hühnertruppe. Ich blende euch die auch mal hier ein. Sie sind einfach so süß und ich bin so dankbar, dass wir denen jetzt ein schönes Leben bescheren können. Die sind ja, die sind einfach, einfach zum abknutschen. Und sie sind schon handzahm geworden. Man kann die streicheln und ja, wir bekommen jeden Tag ein Ei. Also fast jeden Tag, als es jetzt so warm war. Haben sie keine Eier gelegt? Wir haben Stall gebaut. Ja. Das ähm, haben wir auch noch gemacht mit einem Außengehege und die haben es richtig gut. Und jeden Tag, wenn ich morgens dahin gehe, freue ich mich, die zu sehen und sie rauszuholen. Die sind einfach so süß. Ne? Ansonsten haben wir noch ein, ähm, ja, ein Kräuterbeet gemacht. Nächstes Jahr habe ich vor, unser komplettes Essen selber anzubauen. Das ist mein Ziel und vielleicht noch ein bisschen Beeren anzupflanzen und das gehört jetzt auch zu unserer Morgenroutine. Wir gehen immer durch den Garten und sammeln Kräuter für einen Smoothie. Wir machen das mit Gänseblümchen, Löwenzahn, Bremse, Kann übrigens jeder eigentlich morgens auch mit einbinden. Super viele Nährstoffe, richtig gut für die Haut, für unser Immunsystem perfekt. Und wir machen da immer Zitronenmelisse und Pfefferminze mit rein, weil das wächst auch hier überall im Garten. Und dann schmeckt das auch noch gut. Womit ich mich natürlich auch noch beschäftigt habe, einrichten. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. Ich war jetzt so oft in unterschiedlichen Geschäften in Holland. Ich habe Vasen eingekauft, die hier liebe ich zum Beispiel auch, das ist so schön. Aber auch noch unten, ich habe Kissen, Decken, oh, einfach so wunderschöne Sachen. Und wo ich übrigens auch sehr gerne hingehe, das habe ich auch schon immer äh, gerne gemacht, TK Maxx. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, weil es da manchmal so ein bisschen ja, wuselig ist. Aber auch Einrichtungssachen. Die haben so schöne Sachen. Ich habe da letztens Körperpflege geholt, mir auch eine Creme mit Retinol für den Körper geholt und was war das noch? Ich glaube AHA und BHA Duschzeug. Filme ich euch auch gerade mal alles ab. Und das habe ich jetzt alles für den Körper. Schlafanzüge und ich habe Körbe geholt. Wir haben jetzt ganz viele Körbe im Haus für schmutzige Wäsche. Die packe ich da rein, je nachdem, auf welcher Etage man ist, gab es auch super, super schöne Sachen. Und ansonsten habe ich aber noch ganz viel vor, weil den äh, Großteil des Hauses, der ist noch nicht eingerichtet und ich freue mich so sehr. Da werde ich euch natürlich auch auf jeden Fall mit einbinden. Wir werden gemeinsam einrichten und ich habe auch Lampen schon geholt. Die sind auch super schön und es ist einfach so schön. Und wir haben Wintergarten und das Licht ist einfach unfassbar. In diesem Video dürft ihr euch wahrscheinlich sehr oft das Wort schön anhören weil ich gerade einfach das Gefühl habe, dass alles schön ist. Alles ist leicht schön. Es gibt natürlich immer noch Herausforderungen, an denen ich noch arbeite, aber auch die wird man bewältigt bekommen. Und ich bin zum ersten Mal Elektroauto gefahren. Habe ich auch noch nie gemacht. Auch hier gibt es natürlich wieder unterschiedliche Meinungen. Ist es gut, ist es schlecht. Ich muss sagen, ich finde es super, weil man einfach enorm... Bad. Also im Vergleich zu einem normalen Auto ist das schon im Monat einiges. Natürlich je nachdem, wie viel man fährt. Ich habe den weißen Cobra und ich fühle mich einfach wohl da drin. Das ist so ein kleiner Flitzer, kommt man überall mit rein. Gerade wenn ich auch mal so alleine unterwegs bin, einkaufen gehe oder mal ein bisschen weiter wegfahre, habe ich den eigentlich sehr, sehr oft dabei. Und ich mag ihn sehr gerne. Den kleinen Flitzer. Und seit ein paar Wochen kümmere ich mich auch wieder um mein Wohlbefinden, um mein Aussehen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder ein paar und sagen, ist doch nicht so wichtig, Hauptsache, man ist gesund. Natürlich, die Gesundheit ist am allerwichtigsten, aber für mich war es auch schon immer wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich gerne in den Spiegel gucke. Und das war, sagen wir mal so, in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Und ich bin deswegen dankbar, dass ich jetzt wieder auf einem Weg bin, wo ich mich wieder mit Hautpflege beschäftige, mit Haaren, alles mache, dass, ja, dass man sich halt wieder wohlfühlt. Habe ich übrigens, ach, ich müsste eigentlich mal so ein Aufgebrauchvideo aufnehmen. Ich habe so viele neue Sachen ausprobiert zum Thema Haut. Könnte ich eigentlich mal für nächste Woche aufnehmen. Gucke ich mal für nächste oder für übernächste Woche Thema Hautpflege. Und es ist ja, es tut einfach so gut. Ich gehe wieder regelmäßig spazieren, so langsam fange ich auch wieder an zu kochen, wieder die Dinge so schön zuzubereiten und es macht einfach Spaß. Das, es macht einfach wieder Spaß. Was ich noch jedem mit auf den Weg geben kann, wenn man gerade eine Phase im Leben hat, die extrem stressig ist, sei es im Beruf, sei es privat, sei es was Gesundheitliches und man versucht abzunehmen und sich wieder wohlzufühlen und es funktioniert nicht akzeptieren, sagen, okay, es ist jetzt nicht die Zeit dafür. Zurzeit gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Das musste ich erst mal in den letzten Monaten und Jahren lernen und es hat mir so viel Frieden gegeben, einfach zu sagen, okay, jetzt ist gerade ein Lebensabschnitt, da muss es nicht sein. Es wird wieder eine Zeit kommen, Schüler, da kannst du dich darauf konzentrieren, du kannst den Fokus darauf richten, aber jetzt gerade ist einfach was anderes wichtiger, beziehungsweise du hast auch gar keine Energie dafür. Und ich glaube, wenn ihr in so einer Phase seid und das Thema einfach einen Haken dran macht und in Frieden sagt, okay, ich lasse es jetzt. Das gibt, also das macht einen leichter. Also nicht jetzt vom Gewicht her, sondern es gibt einem so einen Moment. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Und die Zeit, wo ihr euch darum wieder kümmern könnt, die wird auf jeden Fall kommen. Die wird auf jeden Fall kommen. Noch ein kleines Update zu dem Kleinen. Er wächst und gedeiht ist seit anderthalb Wochen im Kindergarten. Wir hatten das ja letztes Jahr schon mal probiert, ein halbes Jahr. Und die Kita war wirklich, die war so schön. Die Erzieherin waren ja einfach so warmherzig. Und ja, da hat es aber nicht geklappt. Er wollte da nach einem halben Jahr immer noch nicht so richtig hin. Jetzt klappt es schon ein bisschen besser. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass er schon etwas älter ist. Und er macht einfach, ja, er macht einfach die Dinge, die er für richtig hält. Er ist ein richtiger Dickkopf. Er ist so ein unfassbarer Dickkopf. Das habe ich selten bei Kindern erlebt. Und ich habe ja sehr viel mit Kindern zusammengearbeitet. Aber er ist wirklich, wir haben teilweise vier, fünf Wutausbrüche am Tag von ein, anderthalb Stunden. Also jeder einzelne. Dann gibt es mal wieder Wochen, die sind ein bisschen besser. Schlaf ist leider immer noch nicht gut, nicht gut. Wir haben ja jetzt immerhin den Monitor schon nicht mehr, das ist schon mal ganz gut. Aber ansonsten ist es immer noch sehr herausfordernd, sehr, sehr herausfordernd. Letzte Nacht war wieder fast jede Stunde. Er vergewissert sich dann immer, dass ich noch da bin, weckt mich dafür dann natürlich auch. Ja, und diese Nacht hat er so bestimmt wieder so achtmal oder so. Ja. Ich muss einfach Geduld haben. Ich denke mal, mit 18 wird er spätestens durchschlafen. Deswegen, ich stress mich auch einfach mit nicht so vielen Sachen. Auch er hat noch einen Schnuller. Ich weiß, sagt man eigentlich schon früher wegen der Zähne, aber die Zähne sind noch super. Seine Milky bringt er auch noch. Und ich denke mir so, das wird irgendwann alles kommen. Ich mache da keinen Druck, auch Pampers. Ich lasse ihn. Im Sommer hat er jetzt ein paar Mal von selber gesagt, er will auf die große Toilette, er wollte nicht aufs Töpfchen. Das hat dann auch funktioniert. Deswegen mache ich mache das alles entspannt. Kann aber auch wieder jeder so machen, wie er möchte. Und das wollte ich euch auch noch sagen, ähm, wenn ich Vlogs oder so drehe oder überhaupt hier. Er stand vorhin auch schon fünfmal hier wieder in der Türe, weil er eigentlich gerne dabei wäre, was ich nicht machen werde, also beziehungsweise man wird sein Gesicht nicht sehen. Aber es wird natürlich, wenn ich euch meine Morgenroutine aufnehme oder sowas, man wird mal Beinchen sehen, Ärmchen sehen, immer von hinten, weil er gehört nun mal glücklicherweise, danke, 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 zu meinem Leben dazu. Das heißt, Leute, die sagen, okay, wenn sie eine Morgenroutine von mir sehen oder eine Abendroutine, wir wollen gar nichts zum Thema Kinder sehen, wird das ein bisschen, ein bisschen herausfordernd, beziehungsweise nicht umsetzbar sein. Und ich hoffe, dafür habt ihr Verständnisse. Gesicht wird trotzdem weiterhin verdeckt bleiben, weil ich einfach möchte, dass er seine Kindheit so leben kann, ähm, dass er halt nicht erkannt wird irgendwo. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über eure Anregungen. Was ihr gerne sehen möchtet, schreibt das unten rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt noch ein bisschen in den Garten gehen, mich umziehen, ein bisschen Gärtnern und putzen. Ich muss putzen. Das ist dringend mal nötig. Das mache ich später auch noch mal. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit von der endlich wieder glücklichen Sheila. Bye bye.